Ja, der ist immer noch betäubt. Vielleicht muss ich irgendwie vorher mal so ein Gegenmittel entdecken oder irgend sowas. Ja, ein bisschen weitergekommen bin ich auch. Ich habe mittlerweile ein zweites Kraftwerk gebaut, so dass auch hier alles wieder funktioniert. Starke Heilung. Ja. Ah, da kommt das Forscherteam auch gerade zurück. Das ist gut, dann können die nämlich auch gleich wieder los. Oh, viele Orte haben wir nicht mehr, aber das macht ja nichts. Wir werden schon noch was finden. Ja. Und vor allen Dingen wird das jetzt mal Zeit für eine Besuchergalerie. Also bisher habe ich mich ganz nett unterhalten gefühlt, sagen wir mal so. Es ist nicht schlecht, es könnte an einigen Stellen ein bisschen mehr sein, finde ich, aber es ist nicht unübel. Beobachtungsgalerie, die fehlt hier doch definitiv. Wo setzen wir die mal hin? Ich würde sagen, hier. Verbindung. Ja, es ist im Grunde genommen auch gar nicht so viel, was man tun kann für die Gäste, außer ein paar Buden errichten oder irgend sowas. Und mal eine Schutzhütte, das wird auch wichtig werden. So, dann wollen wir ins Forschungszentrum gucken, was man da noch tun kann. Was war das? Oh, 300.000. Nimm mir erstmal das, würde ich sagen. Weil es wird langsam Zeit, dass ich auch mal ein zweites Gehege baue. Ja, der ist immer noch betäubt, glaube ich. Oder gebe ich einfach den Befehl, den nochmal zu betäuben und dann hebt das das auf? Ich weiß jetzt gar nicht. Ich versuche das mal. Nee, zeigt er auch gar nicht. Kann die Betäubung auch gar nicht aufheben. Komisch. Schicken Sie einen Hubschrauber los, um zu betäuben. Nutzen Sie die Transportteams, um betäubte Dinosaurier zu transportieren oder zu verkaufen. Das kann ich ja irgendwie gar nicht. Vielleicht muss das auch erst erforscht werden, das kann natürlich auch sein.
78%. Zweiten. Damit da überhaupt mal was passiert, ne? Ich will gleich mal gucken, ob ich da in der Forschung da irgendwie. Gebäudeupdates. Genetische Forschung. Nee, nicht unbedingt. Na, ich will hier erstmal gucken. So. Extrahieren. Jetzt muss ich das nochmal ein bisschen verbessern. Ja. Ja, der hat schon 96%. Das ist eigentlich schon ziemlich gut. Ne, ist nur noch Gebäude. Moment. Rangerstation. Ah. Nachladetempo. Treffsicherheit. Ranger Teamplanung. Treffsicherheit. Ich nehme das noch. Aber es hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Jawohl. Mit einer weiteren Aufgabe hat das aber nichts zu tun. Wir könnten eigentlich noch ein paar von den kleinen machen, ne? Das ist Zentrum ist schon einiges los. Ihre Gäste möchten ihre Dinos aus nächster Nähe bewundern. Das geht aber nicht. Bauen Sie Anlagen, um die Sichtbarkeit zu verbessern. Und sorgen Sie dafür, dass die Gäste auf der richtigen Seite des Sicherheitsglases stehen. Da strömen ja eine ganze Menge hin. Aber man kann da auch irgendwie nicht extra Eintritt oder sowas verlangen. Sieht da nicht nach aus. Aber es wird auch so langsam mal Zeit, dass man mal so ein zweites Gehege plant. Nämlich für die Fleischfresser. So, lass mal gucken. Landschaftsgestaltung. Wasser. Ja. Abreißen. Ich glaube, das war für Gebäude. Wege, wo könnte man das mal neu mitformen?
Genau. Was war das? Sie müssen sich um Ihre Dinos kümmern. Ihre Gesundheit ist lebenswichtig. Bisschen was wegnehmen, Frau Froschkopf. Wie im Regenwald hier. So. Wird ja genauso schnell abgeholzt. Wie kriege ich den See mal weg? Oder was heißt weg? Den See kleiner. So ungefähr. So, das ist ein bisschen. Was war da? Tja. Aber irgendwie lässt er sich nicht aufwecken. Ja, ich habe ja schon eine zweite Futterstation, die habe ich ja schon gebaut. Die habe ich schon gebaut. Und zwar da. Das ist die zweite große Futterstation. Ist auch eigentlich noch genug drin. Ja, ich will mal sehen. Zäun, ja. Leichter Stahlzaun. Elektrisch, das wäre wahrscheinlich. Hört mal richtig, wie der Draht gespannt wird. So. Genau, das sieht doch schon mal gut aus. Können das ja auch mal ein bisschen gestalten.
Bäume. So ein bisschen. Ach ja, ich brauche ja auch hier ein Entwicklungsding, weil sonst kommen die ja bei den vegetarischen Sauriern raus. Das muss ja nicht sein. Und das nach da. Baubeschränkung. Im Wasser ist auch nicht gut, ne? Ist richtig. Verbaut. Da, da ging es noch hin. Da. So. Das ist ja ein Stromzaun am Wasser. Machen wir mal so. Futterstation für Fleischfresser. Ja. Mal gucken. Haben wir den jetzt? Zu teuer. Ja, okay. Naja, aber dann habe ich das Gehege schon mal vorbereitet. Das ist doch ganz in Ordnung. Und wer weiß, beim nächsten Mal können wir da vielleicht schon einen ausbrüten. Ja. Aber was hier mit dem betäubten Saurier ist, also den müsste man doch eigentlich aufwecken können, ne? Auch mal sehen, vielleicht fällt mir da noch eine Lösung ein. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Mir macht das bisher Spaß. Ist doch ganz nett gemacht soweit. Ja, die Leute strömen auch herein. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr Bock habt, schaut doch wieder vorbei. Bis dann.